Hey, es war Prime Day bei Amazon, dabei konnte ich ein paar coole Sets erstehen. Außerdem habe ich ein paar Kleinteilmagazine gekauft, so können wir jetzt die Storefläche etwas erweitern, denn ich brauche mehr Platz und außerdem gibt es Bestellungen. Also, bleibt dran, los geht's! Hey, es war Amazon Prime Day am 11. und 12. Juli und ich konnte einiges ergattern und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal gemeinsam an, was es ist. Und da haben wir es auch schon. Ich konnte insgesamt 6x die 75348 ergattern. Und zwar ist das das Mandalorian Fangfighter vs. TIE Interceptor Set. 6 Stück und das habe ich sehr günstig bekommen, vor allem auch, weil ich diesmal auf B-Ware zurückgegriffen habe. Und B-Ware, das heißt in dem Fall, es ist natürlich alles komplett, aber die Verpackungen sind beschädigt und ich zeige euch das gerne mal. Hier zum Beispiel, hier sieht man es ganz gut, die Kartons, die kann man auch irgendwie nicht hinstellen, die fallen eigentlich um, weil sie so verbeult und verbogen sind. Aber das ist ja für mich total egal, weil ich die Sets ja sowieso auspatte und mir alle Teile raushole. Außerdem finde ich, dass ein paar sehr coole Figuren auch mit dabei sind. Wie zum Beispiel der Mandalorianer mit dem Dunkelschwert. Dann haben wir einen mandalorianischen Flottenkommander. Dann einen TIE-Piloten und eine Astromech-Einheit. Und dieses Set würde sich natürlich auch super für ein Speedbuild eignen. Mal schauen, vielleicht mache ich da ja was. Ja, dann konnte ich noch 5x die 60377 mitnehmen. Das ist dieses 5 Plus Set und das hat mir halt besonders gut gefallen wegen den Tieren und auch wegen der Pflanzenwelt, also die Korallen, die Fische, die Meeresschildkröten. Auch das Steuerrad finde ich sehr cool, die Taucher. Also ich finde das wirklich ein sehr cooles Set. Das konnte ich 5x mitnehmen und nachdem ich schon dabei war, habe ich mir auch noch dieses Set mitgenommen, die 60376, weil hier nämlich diese Robben und die Robbenbabys mit dabei sind. Die finde ich auch sehr, sehr cool. Und ja, auch die Figuren und ansonsten ist das Set eigentlich recht nett. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, wie ich finde. Und ja, dann konnte ich auch noch einige Stanley-Magazine bekommen. Die waren um 49% reduziert. Das war ein super Preis, und zwar die mit den kleinen Schubläden. Und dann habe ich auch noch ein paar andere Fächer mit dazu genommen, wo ich dann Minifiguren reingeben möchte. Und, oder wo man Plates drin reingeben kann. Das sind so Schubladen. Kästen und das möchte ich euch jetzt zeigen. So, und dann sind wir auch schon fertig, alles ausgepackt und aufgestellt. Und das sehen wir uns jetzt gleich einmal an. Bis hierher war's. Und das ist jetzt noch dazugekommen. Viel mehr Platz noch. Was mir aufgefallen ist, was ich vorher nicht wusste, weil ich diese Regale vorher auch noch nicht hatte mit den kleinen Fächern. Die sind jetzt natürlich etwas anders als die von Aldi. So, das erste ist einmal, die haben einen Stopper, das haben die von Aldi nicht. Das heißt, die bleiben hier einfach stecken, man kann sie nicht ganz rausziehen. Und dann sieht man hier ja auch noch hier diese Rillen, wo man auch noch so einen Trenner reinstecken kann. Hier sind keine Trenner dabei. Also werde ich mal sehen, entweder dass ich solche 3D gedruckt bekomme. Oder ich gebe hier grundsätzlich einmal nur Teile rein, wo ich wirklich viel habe, wo ich eine ganze Lade voll brauche, weil ich hier eh auch schon die größeren Schubladen habe, wo immer eine ganze Menge von einer bestimmten Teilesorte drinnen ist. Und dass ich das dann einfach so mache, dass ich ja, diese Laden hier auch noch so befülle. Ansonsten steht das eigentlich sehr, sehr stabil. Wir haben hier zwar schon
ein wenig einen Spalt, der hier an der Wand aufmacht, aber es kann natürlich jetzt auch sein, dass die Wand schief ist, da müsste ich eine Wasserwaage einfach mal anlegen, aber soweit bin ich jetzt einmal ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Hier sind wir etwas höher, aber hier noch eine ganze Reihe drauf, das ist dann doch irgendwie ja, zu hoch, dass man die hier noch gut erreichen kann, aber an und für sich passt das ganz gut. Eine dritte Reihe bringe ich dann nicht daneben, weil wir hier Steckdose und Lichtschalter haben. Das geht sich nicht aus, aber allen in allem passt mir das eigentlich so auch ganz gut. Oder was meint ihr? Ich glaube, das ist eine ganz eine coole Lösung. Ich könnte auch mal sehen, hier bei diesen Fächern, hier in diesem Schrank, von der Höhe her, ob sich hier auch vielleicht zwei Kleinteilmagazine ausgehen oder wie sich das generell ausgeht, vor allem hier für den oberen Bereich vielleicht, und Fächer verschieben, oder vielleicht kann ich hier überhaupt auch Kleinteilmagazine drinnen stapeln. Das müsste ich direkt ausprobieren. So, also zwei Stanley Kleinteilmagazine nebeneinander gehen sich hier nicht aus, aber das wäre zum Beispiel eine Lösung. Hier die Stanley rein auf einer Seite und rechts dabei diese kleinen Schubladencontainer. Da werde ich jetzt auch mal schnell einen aufmachen und den können wir uns ja auch noch mal genauer ansehen. So, jetzt habe ich den schnell ausgepackt. Und ja, die Schubladen sind nicht schlecht. Da passt auf jeden Fall ein wenig was rein. Ich hole mir da mal schnell ein paar Minifiguren, so dass ihr das vom Größenvergleich seht, kann man es ein bisschen besser einschätzen. Das wäre eigentlich ganz cool, dass ich generell vielleicht hier Minifiguren aufbewahre. Ich muss mal schauen, wie sich die hier stapeln lassen. Die oberste Lade, die klemmt ein wenig, weil das hier ein wenig verbogen ist, also Qualität lässt sich jetzt noch schwer sagen, und dann ist das natürlich alles beweglich, und wenn du das jetzt hier hochstapelst, ist das wahrscheinlich gar nicht mehr so praktisch. Und dann ist natürlich das Ding, wenn man jetzt hier viele verschiedene Systeme in einer Reihe hat, also ich habe hier diese Boxen, dann habe ich hier diese Boxen, dann fange ich hier so an, dann wird es natürlich auch ein wenig schwierig mit dem Nummerieren. Das heißt, es wäre dann schon wichtig, immer eine Seite zu haben, die irgendwie gleich ist. Das ist jetzt da auch eine kleine Herausforderung, weil hier habe ich jetzt natürlich die Reihen 45, 46, 47. Ja, da habe ich jetzt aber doppelt so viele. Also da müsste ich jetzt fast hergehen und könnte zum Beispiel sagen, das wäre eine Möglichkeit, wenn das 45 ist, das geht genau über zwei Reihen drüber, dass ich sage 45a, 45b, dann hätte ich das wieder gleich laufend, weil ich mir das schon so gedacht habe, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Und dann geht es nämlich hier mit 51 weiter. Also da muss ich auf jeden Fall ein wenig aufpassen, aber da werde ich sicher eine Lösung finden. So, heute ist Montag, der 17. Juli, und ich würde sagen, wir packen wieder Bestellungen. In der letzten Woche war es relativ ruhig, da ist nicht so viel passiert, aber übers Wochenende sind 4 Bestellungen eingegangen, die ich euch gerne zeigen möchte. Die erste Bestellung, die ist von Christoph aus Österreich, und der Christoph, der hat mir noch eine sehr nette Nachricht geschrieben. Er schreibt mir, dass er ein Fan meiner YouTube-Videos ist, dass die sehr interessant sind und dass ich so weitermachen soll. Vielen lieben Dank für das Kompliment, Christoph. Das freut mich natürlich sehr, dass dir meine Videos gefallen. Und der Christoph hat ein paar Figuren bestellt, denn er möchte mit einer Sammlung beginnen und fängt jetzt gerade an, diese aufzubauen, und ist da sehr an einigen Figuren interessiert. Da haben wir zum Beispiel eine Star Wars-Figur, und zwar den Clone Commando Sergeant Hunter aus der Experimental Unit Clone Force 99 mit der SW 1148. Ist echt eine wunderschöne Figur, sehr schön bedruckt. Da hast du dir echt ein sehr schönes Stück ausgesucht. Dann hat er noch abseits von den Minifiguren sich die Sammlermünze von May the 4th geholt, wo ich ja noch einiges habe. Auch eine sehr gute Wahl.
Und dann hat er noch zwei weitere Figuren mit dazu genommen, und zwar einmal den Groot, kennen ja wahrscheinlich die meisten von euch von Guardians of the Galaxy, ist auch eine klasse Figur, sehr gelungen, wie ich finde. Und natürlich auch den Rocket Raccoon mit der SH-742, auch eine sehr schöne Figur. Ja, dann würde ich sagen, wir packen die Bestellung von Christoph mal zusammen und dann sehen wir sie uns im Detail nochmal an. So Christoph, und deine Bestellung war relativ schnell zusammengepackt. Hier haben wir die Sammlermünze für dich und dann auch die Figuren, die du dir ausgesucht hast. Hier einmal den Clone Commando Sergeant Hunter. Dann haben wir hier einmal den Rocket und einmal den Groot. Und sehr gerne möchte ich den Beginn deiner Minifigurensammlung auch noch ein wenig unterstützen. Du bekommst hier von mir noch den Drax im Holiday Sweater mit dazu, der ja auch von Guardians of the Galaxy ist. Und dann steht ja einem schönen Start deiner Figurensammlung nichts im Weg. Ein bisschen Nervennahrung gibt es natürlich auch dazu. Dann wird alles gut verpackt und macht sich noch heute auf den Weg zu dir. Viel Spaß mit deiner Bestellung und nochmal vielen herzlichen Dank. So, die nächste Bestellung ist dann vom Jan aus Deutschland. Der Jan hat auch meine deutsche Versandoption ausgewählt. Nochmal zur Erinnerung oder für die, die es noch nicht wissen, da ich ja im deutsch-österreichischen Grenzbereich wohne und hier auch den Store betreibe, habe ich die Möglichkeit, einmal in der Woche nach Deutschland rüberzufahren, und zwar jeden Mittwoch. Deshalb, ich kann euch hier Versandkosten zu deutschen Inlandspreisen anbieten. Ich packe dann alles zusammen, fahre wie gesagt einmal in der Woche dann rüber nach Deutschland und gebe alles auf, und innerhalb von ein, zwei Tagen sollte dann auch alles bei euch sein. Würde mich freuen, wenn es der eine oder andere auch nutzt. So, jetzt aber nun zurück zur Bestellung vom Jan. Der Jan hat auch bei den Minifiguren zugeschlagen, und zwar hat er sich ein paar Herr der Ringe Figuren ausgesucht, und zwar haben wir hier den Frodo, eine wunderbare Figur. Dann haben wir den Merry. Dann haben wir den Peregrin, also den Pippin. Und dann haben wir noch zum Schluss den Samwise Gamgee, also den Sam. Die vier Figuren hat er sich ausgesucht. Auch eine sehr, sehr gute Wahl. Ich habe diese Figuren jetzt nicht mehr. Das waren die letzten vier von ihnen. Und ich würde sagen, wir stellen die Bestellung jetzt einmal zusammen und dann sehen wir uns sie uns im Detail noch einmal an. So, und dann haben wir die Bestellung vom Jan auch schon zusammengepackt. Hier haben wir vier der Gefährten, alle schön im Ziplock-Beutel und natürlich nicht zusammengebaut. Und auch für den Jan gibt es noch ein kleines Dankeschön dazu. Und dann macht sich die Bestellung am Mittwoch auch schon auf dem Weg zu dir. Viel Spaß und vielen Dank! Als nächstes haben wir dann die Bestellung von der lieben Melissa. Auch die Melissa hat mir eine sehr liebe Nachricht geschickt, und zwar, dass sie mir auf YouTube und auf Instagram folgt und dass sie sich auch sehr darüber gefreut hat, dass ich eine deutsche Versandoption anbiete und dass sie jetzt endlich Zeit für eine Bestellung hatte. Sie baut derzeit eine Burg, eine Mock, und zwar die Brickleburg. Und die Teile, die sie hier jetzt ausgewählt hat, dann möchte sie unter anderem auch einen Brunnen bauen. Dann hat sie auch noch das Piraten-GWB, das es jetzt zuletzt gegeben hat, ausgesucht und hat sich da auch gefreut, dass sie das bei mir im Store gefunden hat. Und natürlich hat sie mir auch geschrieben, dass ich die Bestellung gerne in einem Video zeigen darf, was ich hiermit sehr gerne mache, liebe Melissa. Und auch hier an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank für deine Bestellung und deine lieben Worte, die haben mich natürlich sehr gefreut. Aber sehen wir uns doch mal an, was du so alles bestellt hast.
Also, wir haben hier einmal das Lunar New Year VIP Add-on Pack Polypack. Das ist jetzt auch das letzte, das ich noch hatte. Da hat ja zuletzt der liebe Daniel aus Cuxhaven eines von mir bekommen. Dann, wie gesagt, hast du dann auch das GBP, das Pirate Ship, mit dazu genommen. Und dann haben wir hier einige Einzelteile in Dark Bluish Grey. Das wirst du wahrscheinlich für die Burg brauchen, natürlich. In Dark Brown ein wenig was. Einen Frosch, einen einzelnen. Dann haben wir in Light Bluish Grey ein paar Teile, zum Beispiel hier diese Doorframes, was ich sehr schön finde. Und dann einiges in Reddish Brown, was du wahrscheinlich für deinen Brunnen brauchst. Und dann etwas Wasser ist auch noch mit dabei. Da hatte ich leider nur mehr 17 Stück, da bin ich jetzt ausge-X'd. Und ja, also eine sehr schöne Bestellung, wie ich finde. Und ich würde sagen, wir sehen sie uns mal im Detail an. So, liebe Melissa, auch deine Bestellung ist nun gepackt und allem vorweg natürlich das wunderbare Pirate Ship Playground GWP. Ein ganz wunderbares Set, wie ich finde. Dann haben wir ja noch das Lunar New Year VIP Add-on Pack. Da sind sicher auch einige Teile drinnen, die du für deine Brickleburg verwenden kannst, wie zum Beispiel das Häschen und noch ein paar andere spannende Sachen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Teile, die du bestellt hast. In Reddish Brown, in Light Bluish Grey, du hast einige von diesen Blade Modifieds dabei, die du wahrscheinlich für deinen Brunnen brauchst. Auch in Dark Bluish Grey hast du die. Und dann aus dem Bruchtal-Set kommen diese vier Doorframes in Light Bluish Grey. Und da haben wir wahrscheinlich etwas fürs Wasser und auch noch einen kleinen Frosch. Eine ganz wunderbare Bestellung, die ich nun schön einspeisen werde, und dann wäre sie auch soweit fertig, dass sie sich auf dem Weg zu dir machen kann. So, heute geht es ja Schlag auf Schlag und da ist die Bestellung von der Melissa auch schon gut eingepackt. Hier das GWP, das Pirate Playground GWP. Dann, das glaube ich, brauchen wir nicht extra einpacken, das ist eh schon eingeschweißt. Und dann habe ich dir deine Einzelteile auch noch schön eingeschweißt. Also der Frosch, finde ich, der muss unbedingt zum Wasser dazu. Und dann auch noch die anderen Teile. Ich habe dir das hier alles schön auseinandergehalten. Gerade bei den Blade Modifieds, dass du da nicht lange suchen musst und alles schnell findest. Hier auch alles schön eingeschweißt. Und dann gibt es von mir natürlich auch noch ein kleines Dankeschön dazu, liebe Melissa, für diese wunderbare Bestellung. Erstens mal ein bisschen Nervennahrung und dann habe ich dir noch ein paar Utensilien zusammengesucht, die natürlich in keiner Burg fehlen dürfen. Also damit schön sauber ist, einen Besen, eine Mistgabel, ein paar Kelche und einen Hammer. Vielleicht hast du ja auch eine kleine Schmiede dabei in deiner Burg, da würde das ja perfekt passen. Also in diesem Sinne, vielen Dank nochmal für deine Bestellung und dann macht sie sich auch schon bald auf den Weg zu dir. So, die letzte Bestellung für heute, die kommt dann vom Simon aus Österreich. Und auch der Simon hat mir ein paar Zeilen geschrieben. Und zwar hat er mal geschrieben, dass ich die Steine alle gerne zusammen verpacken darf. Und sie sind zum Großteil für ein Tankstellenmock. Und dass ich auch die Bestellung sehr gerne in einem Video zeigen darf. Und dass ihm meine Videos sehr gut gefallen und eine angenehme Unterhaltung beim Bauen sind. Das sind alles sehr schöne Komplimente, lieber Simon. Vielen, vielen Dank. Freut mich natürlich sehr. Auch danke für die Bestellung. Auch Tankstellenmock finde ich sehr interessant. Und grundsätzlich gilt wirklich, wenn ihr bei mir bestellt und ihr baut ein Mock, schreibt mir bitte wirklich gerne, was ihr baut. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein paar Fotos mitschickt oder ein kleines Video und wenn ich das natürlich auch in einem meiner Videos zeigen darf, weil ich bin mir sicher, dass es da ganz, ganz viele gibt, die das interessiert, was andere so bauen. So, aber sehen wir uns mal die Bestellung an. Wir haben da ein wenig was in Schwarz, nämlich diese Brackets. Dann haben wir ein paar Teile in Dark Bluish Grey. Sehr schön auch diese Hinge Plates zum Beispiel. Dann in Dunkeltürkis, auch sehr interessant, finde ich auch irgendwie eine sehr schöne Farbe.
Und dann haben wir noch ein paar Teile in Light Bluish Gray und in Reddish Brown. Ja, und ich würde sagen, wir machen es hier genauso wie bei den anderen und stellen die Bestellung mal zusammen und sehen sie uns dann im Detail noch einmal an. Ja, dann ist auch die Bestellung vom Simon schon fertig. Er hat sich einige Teile für sein Mock, für sein Tankstellen-Mock bestellt. Hier auch ein wenig was in Dunkeltürkis. Auch eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Ein paar Reddish-Brown-Teile, ein wenig was in Dark Bluish-Gray. Dann hier haben wir noch eine Tür. Eine feine und kleine Bestellung. Vielen Dank, lieber Simon. Und auch für dich gibt es natürlich ein kleines Dankeschön. Und dann geht die Bestellung noch heute raus an dich. Danke dir. So, heute ist Mittwoch, der 19.07. und gestern hat mich noch eine Bestellung erreicht. Und zwar, es geht wieder um Minifiguren und wieder Herr der Ringe. Die werden jetzt drastisch weniger und sehr viele habe ich jetzt nicht mehr. Eine sehr schöne Bestellung, 5 Figuren in 4 Lots. Wir haben hier einmal den Gloin. Dann haben wir einmal einen Elf. Dann haben wir nochmal einen Elf. Den hat sich der liebe John übrigens aus Schweden, erste Bestellung aus Schweden, bestellt. Und dann haben wir noch den Boromir. Das war jetzt auch mein letzter. Auch der ist jetzt nicht mehr verfügbar. Und ich habe die Bestellung auch schon zusammengestellt. Hier sehen wir alles nochmal sehr schön. Ich finde den Gloin auch wirklich sehr cool mit dem Haarteil und dem Bart. Sieht er wirklich echt super aus. Beim Boromir haben wir dann noch den Umhang mit dabei. Und dann haben wir hier noch die Elfen. Und auch der liebe John kriegt natürlich noch ein kleines Dankeschön. Vielen lieben Dank für deine Bestellung, John, und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den Minifiguren. So, heute ist Montag, der 24. Juli, und übers Wochenende sind 2 Bestellungen gekommen. Die erste Bestellung ist von der Christine aus Friedrichsthal. Liebe Christine, vielen Dank für deine Bestellung. Du hast 3-mal das Easter Chickens Polypack bestellt. Auch recht interessant, wie ich finde. Dem ersten eigenen Lego-Hühnerstall steht also nichts mehr im Wege. Und du hast hier dann noch von diesen Dark Bluish Grey Cones auch noch 5 Stück dazu bestellt. Hier sieht man sie schön. Und ich habe die Bestellung zwischenzeitlich auch schon vorbereitet und kann ich euch gerne zeigen. Das sind also diese Polypacks. Natürlich alles original verschlossen, 1, 2, 3 Mal und dann noch diese Dark Bluish Grey Cones, hier sieht man sie viel besser. Und die machen sich jetzt gleich einmal auf den Weg zu dir, liebe Christine, und ein kleines Dankeschön gibt es von mir natürlich auch noch dazu. Hab viel Spaß mit deinem Hühnerstall, vielen Dank! Die nächste Bestellung ist vom Lukas aus Wels. Lukas hat insgesamt 107 Teile in 28 Lots bestellt. Vielen Dank, lieber Lukas. Du hast dir ganz zielgerichtet auch deine Teile ausgesucht, manchmal nur einen oder zwei Teile pro Lot, obwohl mehr auf Lager gewesen waren. Also ist dir gut, weil dann bekommst du jetzt natürlich genau die Menge, die du brauchst. Wir haben ein paar schwarze Teile dabei. Wir haben Light Bluish Grey Teile dabei. Ein bisschen was in Dark Red und in Weiß, also bunt gemischt, einiges an Wedges. Und dann hast du dir auch noch 2-mal den Obi-Wan dazu genommen und 2-mal die SW-1227. Das ist der Obi-Wan aus dem aus diesem einen Set, na, wie heißt es? Da, genau. Aus diesem Obi-Wan versus Darth Vader, aus diesem Set, den hast du dir 1-mal dazu genommen. Und dann hast du dir noch nochmal Obi-Wan bestellt. Und zwar diesen Obi-Wan und den gleich 4-mal.
Das ist der aus dem Set, aus dem Obi-Wan Starfighter Set mit diesem rot-weißen Starfighter. Können wir auch uns noch mal kurz anschauen, wo der herkommt. Genau, aus diesem Set. Hier haben wir den Obi-Wan. Hast du dir viermal genommen, habe ich jetzt keinen mehr. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Bestellung. Auch diese habe ich bereits zusammengepackt und kann ich euch zeigen. Also hier haben wir zuerst einmal die Minifiguren. Alle schön in den Einzelteilen und im Zip-Lockbeutel. Und hier sehen wir dann jetzt auch noch die Einzelteile, die du bestellt hast. Hier eben in Light Bluish Grey, ein paar in Schwarz, ein paar in Weiß. Sehr schöne Bestellung. Würde mich auch interessieren, was du hier baust. Könnte mir auch vorstellen, dass das wirklich Teile vielleicht für ein Raumschiff sind. Lass es mich doch gerne wissen. Schick mir ein paar Bilder, wenn du dieses Video siehst. Würde ich mich sehr freuen. Und auch für dich gibt es natürlich ein kleines Dankeschön noch dazu für diese Bestellung. Und ich werde die Teile jetzt noch schnell einschweißen und dann sehen wir uns das Ganze nochmal kurz an. So Lukas, und da ist es auch schon geschafft. Die Minifiguren, die habe ich dir hier alle so in einem Beutel zusammengegeben. Dann hast du die alle schön zusammen. Hier habe ich dir die einzelnen Parts eingeschweißt. Hier in der zweiten Folie habe ich dir ein paar Parts ein bisschen zusammengegeben, die gut zusammenpassen. Ich hoffe, das passt für dich. So sparen wir ein wenig Verpackungsmaterial. Es ist trotzdem alles schön ordentlich verpackt. Das passt alles in ein etwas größeres Kuvert und geht heute noch raus an dich. Viel Spaß mit deiner Bestellung und vielen Dank. So meine Lieben, und das war es auch schon wieder von mir für dieses Video. Jetzt zum Schluss möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, wie ich das jetzt mit den Kleinteilmagazinen gelöst habe. Ich habe jetzt zwei verschiedene Türme gemacht. Dann bleibe ich meiner Nummerierung einfach mit den Reihen komplett treu. Das passt für mich auch so. Ein Turm mit den großen Fächern, ein Turm mit den kleinen Fächern. Und da drüben geht es dann weiter. Und hier habe ich jetzt auch die Schubladencontainer. Und da sind auch schon die ersten Minifiguren eingezogen. Das passt. So werde ich das auch weiterhin machen. Die haben eine eigene Nummerierung bekommen. Die kann ich mir dann hinstellen, wo immer, dass ich auch Lust habe. Und das wird dann hier einfach ganz organisch wachsen, wie ich es einfach für mich brauche. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr ein Like, einen Kommentar oder auch ein Abo da lässt. Und wenn ihr abonniert, dann bitte auch die Glocke klicken, damit ihr kein neues Video von meinem Kanal verpasst. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Klaus von BrickeryDo.